Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Jazz is Success. Wie immer unserem Jazzmagazin, wie immer live aus dem Mastermix-Studio in Unterföhring. Am Mischpult hinter der dicken Doppelglasscheibe, diesmal Konstantin Spork. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Jazz is Success. Wie immer unserem Jazzmagazin. Die Technik. Okay. Wir haben eine ganz tolle Sendung für euch zusammengestellt und nach einer gefühlt etwas langen Winterpause sind wir wieder zurück und haben auch vor, regelmäßig zu senden. Heute habe ich ganz tolle Gäste da. Michael Außerbauer ist da am Saxophon, Max Oswald am Piano und Alice Viola an den Vocals. Und wir starten mit einer Neo-Soul-Nummer aus dem Jahr 2009 von Music Soulchild, einem Neo-Soul-Sänger aus Amerika, in einer Adaption von Robert Glasper, die er mit seinem Trio im Capitol Studio aufgenommen hat. Der Titel heißt So Beautiful.
So Beautiful, Music Soul Child und Robert Glasper. Als nächstes darf ich einen unserer Gäste begrüßen, am Saxophon, Michael Außerbauer. Und wir spielen ein Stück, das wir in anderer Besetzung schon einmal gespielt haben, was mir aber sehr gefällt. Und das ist ein Fusion-Jazz-Stück aus den 80er Jahren, Jeff Lorber Fusion, Rain Dance. Und das ist eines der meist gesampelten Fusion-Stücke, die es gibt. Es wurde von Little Kim, von Ariana Grande und von Ja Rule und vielen anderen Hip-Hop- und Pop-Künstlern gesampelt. Und das sind die ersten 8 Takte, die dafür verwendet worden sind. Und Jeff Lorber lebt heute noch sehr gut von diesen Tantiemen, die die vielen Rapper ihm eingebracht haben. Für diesen wunderschönen Titel Rain Dance, Jeff Lorber Fusion. Thank you.
Michael Außerbauer am Saxophon, Tommy Eberhardt am Schlagzeug und Raoul Walton am Bass. Ja, jetzt kommt unser erstes Interview. Ich werde den Michael interviewen. Derweil kann ich schon mal Leute begrüßen, unsere Stammgäste, die Dorte habe ich gesehen, ist da, die Iris ist da und die Claudia ist da. Und genau, ich darf noch die Crew kurz vorstellen, Regie und bewegte Kamera Iliana Kosmovici, an der Bildmischung die Amy Späth und den Konstantin Spork habe ich schon erwähnt. Danke auch an den Alex Hubmann, der uns noch geholfen hat, obwohl er keine Zeit hat heute und der auch noch am Telefon zur Verfügung stand, als ein bisschen was nicht funktioniert hat. Hallo Michael, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Wir haben uns kennengelernt bei einer Jam-Session, die du geleitet hast oder die du öfters leitest, die im Moment natürlich nicht so stattfindet. Nämlich bei unserer gemeinsamen Freundin, bei der Geraldine Frisch. Richtig, ja. Im Flocati-Jam in Dorfen. Ja. Und genau, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und das war genau einer der Gründe, warum ich dich angerufen habe, dass wir mal zusammen spielen. Weil genau, da waren so viele Leute da, da sind wir nicht so richtig zum Spielen und zum Ausprobieren gekommen. Richtig, ja. Und genau. Und du bist schon lang im Geschäft, sozusagen. Sehr lang, ja. Und schön langsam wird man irgendwie auch alt im Geschäft. An der Hand. Ja, nee, wir sind auf jeden Fall, was wir schon festgestellt haben, wir sind die Generation, wir zwei, die hier in Deutschland noch nicht Jazz studieren konnten. Richtig. Weil das noch gar nicht möglich war. Nee, das war ganz anders. Ich meine, was man tun konnte, man konnte die Platten kaufen, anhören, dazuspielen. Es gab dann irgendwie so vereinzelt, irgendwie so, der eine hat es dem anderen auf Kassette aufgenommen, irgendwelche Erbersoul-Playbacks irgendwie, ja. Aber das war tatsächlich das Einzige, was man gehabt hat. Und wenn man mehr wissen wollte, dann hat man sich irgendwie an die Musiker rangemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn in München irgendjemand zu sehen war, irgendwie Archie Sharpe, George Adams oder sonst irgendwas, war ich mit Sicherheit dann irgendwo Backstage und habe die Brüder ausgequetscht, ja. Nicht, dass mir was geholfen hätte irgendwie, aber... Hey. Wir haben vielleicht sogar die gleichen Konzerte gesehen. Ja, vermutlich. George Adams, Don Pullen war einer meiner Lieblingspianisten und ich habe ihn dann mal, als ich 14 war im Domizil und war da immer hinter ihm geschaut und habe geguckt, was er macht und habe nichts verstanden und habe ihn dann gefragt, wie er das macht mit den Akkorden und so und dann hat er gesagt, hey man, I just play what I just feel. Just doing it. Ja. Und Das war die Band. So George Adams hat nicht wesentlich andere Geschichten erzählt. Irgendwie. Mein Kaum, man kann sich natürlich immer, Gitarristen unterhalten sich miteinander über Saiten, über Amps, über Picks oder sonst irgendwas. Saxophonisten unterhalten sich über Mundstücke und Blätter. Ja. Helfen tut's null, weil, wie gesagt, jedes Setup klingt bei jedem anders. Ja. Aber hast du dann einen Mentor gehabt oder einen Lehrer oder bist du wirklich über die Jam Sessions und übers Spielen einfach an die? Zuerst einmal, habe mit relativ spät, erst mit 16er Spielen angefangen. Und das erste Saxophon, das ich gehabt habe, war Sopransaxophon noch dazu. Ganz einfach aus dem Grund, weil es das Billigste war, was es beim hier in München gegeben hat. Ja. Wenn man dann ein Sopransaxophon anfängt, dann ist Tenor hinterher jetzt nicht mehr irgendwie so wirklich das Ding. Irgendwie. Ich habe dann tatsächlich Unterricht gehabt, irgendwie. Ich habe einen Lehrer gehabt eine Zeit lang. Und dann, München ist natürlich großartig. Du fährst auf die Sessions, du fährst dahin, du fährst dahin. Du kriegst von allen möglichen Leuten was mit. Und dann kam natürlich auch relativ schnell... Es kam natürlich Bands irgendwie relativ schnell, also Franz Dannerbauer damals mit Music Liberation, dann später eben Al Jones Band. Ja. Mit der Al Jones Blues Band bist du fast zwei Jahrzehnte auf 15 Tour Jahre immerhin ja, gewesen und hast auch auf vielen großen Blues-Festivals gespielt und hast auch auf die Art und Weise viele Blues-Größen kennengelernt und hast wahrscheinlich daher auch deinen Spitznamen Blue Mike. Blue Mike, ja, das kommt aus der Zeit, das ist richtig. Genau. Ja, das ist richtig. Und wahrscheinlich auch wegen dem schönen, warmen, bluesigen Ton, den du am Instrument hast. Das Wichtigste am Saxophon war immer der Sound für mich. Ja. Genau. Sonst könnte ich irgendwie auch, das sage ich jetzt nicht, Querflöte spielen, irgendwie, aber hey, die Querflötisten da draußen mögen mir verzeihen, allesamt. Ja. Also,
Genau, und du hast auch mit Jazzgrößen wie Selnistico gespielt. Auch, ja. Und du hast auch in klassischen Jazz-Kombinationen gespielt. Ja, natürlich. Gespielt, ja. Und meine, du weißt es ja selber, irgendwie die Zeit in München, dann irgendwie die 80er, 90er, also man war eigentlich nie out of work irgendwie. Ja. Das ist, es gab Unmenge von Clubs, die im Gegensatz zu heute irgendwie auch noch alle bezahlt haben für die Musiker. Das kann ich bestätigen. Eben, ja. Das war auch die Zeit, wo es so viele Clubs gab, wo auch die Nachfrage so groß war, dass man als Band eigentlich grundsätzlich von Dienstag bis Samstag gebucht wurde. So ist es, ja. Und 5 Gigs hintereinander spielen konnte, ohne wieder neu aufzubauen. Und das war der pure Luxus. Richtig, ich meine, das war immer dieser Witz, wenn man unvorsichtig durch Schwabing geht, dann ist man irgendwo bei einer Band dabei dann, ja. Oder hat irgendwo einen Job dann, ja. Die Zeiten sind halbwegs vorbei, aber es ist nicht unmöglich geworden, als Musiker zu überleben, natürlich nicht, ja. Gut, und wir spielen ja jetzt auch heute ein recht komplexes Stück von John Coltrane. Und ich muss sagen, bei mir hat es wahnsinnig lang gedauert. Ich habe lange gedacht, dass ich irgendwie zu blöd bin für Jazz, weil mir das alles zum, ne, man hat mir gesagt, dann habe ich erfahren, dass man bei dem Akkord die Scale und bei dem Akkord die Scale spielt. Und immer wenn ich die erste Scale überhaupt im Kopf aussprechen konnte, gedanklich, waren die anderen schon 3 Takte weiter. Und ich habe dann eine Zeit lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es andere Mittel und Wege gibt, das zu verstehen. Hätte ich aber wahrscheinlich ohne eine gewisse schulische Erziehung dann auch nicht so gehabt. Ich war dann beim Joe Haider auf der Jazz School, das war die erste Privatschule. Wo ich sehr, sehr kurz mit unterrichtet habe bei ihm damals auch. Ah, ja. Genau, also sehr kurz. Ja. Genau. Und da waren auch gute Leute da, der Max Neisendorfer, der jetzt immer noch die Jazz School leitet. Thomas Faust und wir. Genau. Und das war ja irgendwie auch damals, also da kam er dann irgendwie damals Salonistico irgendwie rein in die ganze Geschichte. Irgendwie, der ist nach München gekommen und war dann halt in dem ganzen Circuit irgendwie auch drin. Ja, und richtig, ja. Nee, und du bist aber auch stilistisch sehr variabel. Du spielst auch mit den Dub Invaders. Ich spiele mit den Dub Invaders. Ich ja, das ist eine geile Reggae-Band. I know them personally. Ja, ja. Well. Christian and Franz. And Siegfried? Der Sänger? Is he not so. No, they're still working. If they could, they would. But nobody can. So, excuse me. Also, genau, du bist extrem vielseitig unterwegs. Ja, ich spiele auch mit der Country Band, ich spiele auch Rock'n'Roll. Und solange ich improvisieren kann, ist es Jazz für mich. Ja. Also insofern, um nochmal irgendwie auch auf die Geschichte zurückzukommen, Jazz is Success. Weil die Musiker, die aus dem Jazz kommen, können, wenn sie open-minded genug sind, eigentlich überall rein. Ja. Also das heißt, Es gibt zum Beispiel, also ich habe mir irgendwie auch viele Sachen erklären lassen müssen, zum Beispiel mit dieser Country-Band, wo ich spiele, die Rattlesnake Torpedoes, mein, der Name ist sehr typisch, aber das sind dann auch so Western-Swing-Nummern und das sind eigentlich Swing-Musiker gewesen, die irgendwie arbeitslos geworden sind dann und da irgendwie auf die Seite rüber sind und dann irgendwie angefangen haben, irgendwie die Geschichten zu machen. Es sind zum Teil fantastische Musiker, ja. Es ist Jazz irgendwo auch, ja. Und Jazz ist Success. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Aber also Michael hat unser Motto verinnerlicht. Zweifelsohne. Genau, mein Mantra, Jazz is Success, weil es einfach auch für die Beschäftigung damit persönlich für mich ein Erfolg ist. Ja. Und weil du, wie du sagst, im Jazz sehr viel mitbekommst, was du in allen anderen möglichen Stilrichtungen auch gut gebrauchen kannst. Richtig, ja, richtig. Wenn du die anderen Stilrichtungen natürlich auch in ihrer Form respektierst, weil jede Stilrichtung hat ihre eigenen Gesetze und eigenen Schwierigkeiten und ich bin weit Dinge. Davon entfernt zu sagen, man muss alles mögen. Muss man nicht, natürlich nicht. Ja. Aber wenn man irgendwas macht, dann, wie gesagt, solange ich irgendwo improvisieren kann, ist es Jazz für mich, ja. Okay. Und du bist auch Komponist, also auch. Du hast auch für BR schon Sachen geschrieben, für richtig, Filmmusik ja. und ja. für Orchester. Und du hast uns heute eine Komposition mitgebracht, die du mit deinem Sextett, den Tenor Steps, mit denen du aktuell unterwegs wärst, wenn kein Corona wäre und hoffentlich bald wieder unterwegs bist. Mhm. Und das heißt Piece of Glass. Ja. Und jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Und
Mich erinnert es an die modalen Kompositionen von Miles aus den späten 60ern. Ja. Ein sehr schönes Stück mit vielen Quartakkorden. Danke sehr. Und ich freue mich drauf. Okay. Michael Außerbauer, Peace of Glass. Außerbauer am Saxophon. Peace of Glass. So, jetzt begrüße ich unseren nächsten Gast und setze mich schon mal hier auf meinen Hocker.
Das ist eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass ich einen Kollegen am Instrument in die Sendung einlade. Und ich darf herzlich begrüßen Max Oswald. Und den Max kenne ich als Dozentenkollegen am Freien Musikzentrum. Genau. Wir arbeiten da beide ab und zu und sehen uns Montag. Ja, jetzt ist gerade unterrichtsfrei. Jetzt ist gerade frei, jetzt sind gerade Semesterferien. Genau, jetzt können wir wieder üben. Endlich. Genau. Genau. Ja, wir haben einen Kollegenaustausch sozusagen. Du bist ab und zu bei mir im Studio. Hast du schön gesagt, ja. Und ich mische was für dich oder ne, zeig dir irgendwie, wie ein Kompressor funktioniert. Und, wow. Und wenn ich irgendwie spezielle, advanced Tipps am Jazzpiano will, dann zeigst du mir ab und zu mal was. Und diesmal bin ich zu dir gekommen, einfach um nochmal ein bisschen Input zu bekommen. Für ja, du hattest diesen Giant Gig. Steps. Du hattest genau. diesen Gig, ja, so war's. Ja, wir wollten, genau. Und Giant Steps von John Coltrane. Und dann hast du mir Sachen gezeigt und ich fand das so abgefahren und schön. Und habe gedacht, ich schaue so einem Escher-Gemälde zu, wo die Leute gleichzeitig die Treppe rauf und runter laufen und wo es diese Unendlichkeiten gibt. Und Escher war ja auch mehr Mathematiker als Künstler, aber das glaube ich. Da streiten sich die Leute noch. Genau, bei dir ist das. Du kommst auch von der Kunst ein bisschen, da kommen wir später noch drauf. Aber das war so schön, dass ich dich ganz sofort spontan gebeten habe, mich am Klavier zu vertreten und ich setze mich dann an den Synthesizer. Also ich drücke mich nicht vor der Nummer, sondern, ich möchte, dass unsere Zuschauer diese Aufteilung hören, weil es einfach schön ist. Ja. Das ist auch ein Grund, warum Jazz Success ist, dass wir solche Stücke lernen und spielen und dann Spaß haben damit. Das ist Success. Ja, es ist vor allen Dingen, es ist ein sehr schwierig zu bewältigendes Stück, wenn man darüber improvisieren will. Ja, es ist der Mount Everest. Yeah. Und wenn man mal ins Rollen kommt, dann hat es einen sehr meditativen Charakter, weil man wirklich, also da kann man an nichts anderes denken sozusagen. Mhm. Ne? Man ist dann voll im Flow sozusagen. Ne? Ja. Das was quasi die höchste Stufe der Meditation beim Musik machen. Ja. So ein bisschen. Ja. Genau, du wirst eins mit der Musik und das kannst du bei dem Stück. Genau. Und der Michael sitzt auch noch bei uns, weil der Michael hat nämlich in den 80er Jahren ein Buch über den Komponisten von Giant Steps, über John Coltrane, geschrieben. Wie kam es dazu? Ganz eigenartiger Zufall. Und zwar, es gab in der Sonnenstraße damals ein großes Plattengeschäft und wo hängt man ab, irgendwie, wenn man Zeit hat? Natürlich da drin. Und Gerd Filtgen, ich weiß nicht, du wirst ihn kennen, der hat dann später auch Radiosendungen gemacht und alles Mögliche, hat von einem Verleger den Auftrag gekriegt, eine Buchreihe zu entwerfen über die Jazzgrößen Mingus, Monk, Miles, Coltrane. Und nachdem wir uns oft unterhalten haben, hat er mich gefragt, irgendwie, ob ich Co-Autor sein möchte. Und hey, wenn man 20 ist oder sonst irgendwas, logisch, ja. Natürlich. Und so ist das Ganze halt dann passiert, ja. Und bist du da auch drauf gestoßen, wie bei den Coltrane muss das ja schon jahrelang vorher beschäftigt haben, dieses Stück, bevor es veröffentlicht worden ist. Er hat da was probiert, das waren 1958, 59, das waren wohl so die ersten Versuche im Bebop Stücke zu schreiben, wo man das tonale Zentrum aufhebt. Ja, und richtig. Weißt du da irgendwas, hast du da... Ja, es gibt auch ein paar Vorläuferkompositionen, die schon ein bisschen in die Richtung hingehen. Zum Beispiel Moment's Notice ist ja irgendwie auch so ein eckiger Apparat irgendwie. Ja. Zwar nicht so jetzt irgendwie, aber. Und dass er sehr, sehr lange an dem Ding hingeübt hat, wird schon allein daraus ersichtlich, dass es. Ich gebe bestimmt 20, 25 Alternate Takes und einer davon hat funktioniert. Ja. Und er wusste auch lange Zeit, in welche Melodie. Aber auch nur für ihn. Auch nur für ihn und nicht für Tommy Flanagan.
Der Pianist musste Federn lassen. Ja, ja, genau. Tommy Flanagan, ein grandioser Pianist, aber darunter hat er sein Leben lang gelitten. Und es gibt ja noch die Anekdote, dass er, Art Blakey hat immer behauptet, die Melodie wäre eigentlich latent von ihm, weil Coltrane gesagt hat, ja, er hat die Changes, aber welche Melodie drüber? Hat er gesagt, it's in the melody, it's in the melody. Ja, hätte natürlich auch anders sein können, aber... Ja, also zu dem Stück muss man ein bisschen was erzählen, vielleicht auch für unsere Zuschauer, weil das einfach was Besonderes ist. Es ist, wie gesagt, eines der ersten Stücke, die kein tonales Zentrum mehr haben und die aufgrund von kompositorischen Konzepten entwickelt worden sind, die eher so aus der neuen ernsten Musik kommen, aus der Zwölftonmusik und so weiter. Und dieses Stück hat drei verschiedene tonale Zentren, also drei Tonarten. Es hat auch kein Vorzeichen, weil es keinen Sinn macht, ein Vorzeichen zu setzen, weil alle drei Tonarten, die da vorkommen, nämlich H, S und G, genau, gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das Ganze ist eine Symmetrie. Wenn man die Oktave in drei Teile teilt, dann spielt man drei große Terzen. Genau, und das ist eine Symmetrie. Wenn man das am Coltrane hat auch nächtelang Versuche gemacht mit Blättern, wo der Quintenzirkel drauf gezeichnet ist. Und wenn man diese Tonarten in dem Stück miteinander verbindet, dann entsteht ein gleichseitiges Dreieck. Ja, und wenn man das kann man natürlich, also es gibt ganz Bilder mit ganz verrückten Mustern, die wohl in nächtelangen Rausch-Sessions irgendwie zustande gekommen sind oder auch nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr konzeptionell. Na, oder würdest du? Ja, es ist ein radikales Stück, also weil auch der Michael ja so ein bisschen den Weg gezeichnet hat. Es gibt Vorläuferstücke, die noch mehr so in einer Songstruktur sind. Aber das ist radikal. Das ist wirklich einfach auf den Punkt. Das Destillat eigentlich. Das Destillat von langjährigen Studien. Und ja, es ist radikal. Also zu sagen, das ist ein tonales Zentrum. Dann gehe ich dahin, dann gehe ich dahin. Ja, und vor allen Dingen, es wechselt ja in einer irren Geschwindigkeit. Es gibt jemand, der im Video auf YouTube schön sagt, dass das quasi so ist, wie wenn man Arabisch, Japanisch und Schweizerdeutsch sprechen muss. Ja. Und zwar nicht nur jeden Satz in einer anderen Sprache, sondern im Satz sozusagen die Sprache wechseln muss. Und wenn man dann improvisiert, das heißt frei spricht, kann das ganz schön verwirrend werden. Ne? Genau, alle angehenden oder vollendeten Synästheten unter uns, die werden das Gefühl haben, krasse Farbwechsel wahrzunehmen. Also mir geht es auch manchmal so in meinen synästhetischen Momenten. Also du hast synästhetische... Ich hab definitiv synästhetische Momente. Weil ich habe das nicht und das ist durchaus beneidenswert, weil es gibt sehr große Künstler, wie den Bruce Swedin, den Tontechniker vom Michael Jackson Thriller-Album, der sagt, er sieht genau die Farben, wenn er am Pult was dreht und wenn das dann nicht stimmt, dann hat es nicht die richtigen Farben. Yeah. Das heißt, also, er muss eigentlich gar nicht nachdenken, was er da macht, die Farben... Yeah. Weisen ihm den Weg sozusagen. Ne? Ja, das ist ein besonderer Fall von Synästhesie, genau. Ja, aber es ist definitiv die eine Farbe, die andere, die nächste. Und trotzdem, jetzt klingt es natürlich wie jetzt könnte es auch Alban Berg sein, allerdings in dem Tempo und wie er es spielt, klingt es trotzdem nach Bebop. Ja. Und das ist auch der Moment, wo es uns in den Flow bringt als Jazzmusiker, wo wir sagen, okay, wir spielen dieses Konzept, das ist ein Experiment, das ist eine radikale Formulierung von Harmonien, aber wir kommen in den Flow und es swingt und es geht einfach nach vorne. Okay, vielleicht spielen wir mal kurz die Akkorde einfach an und erklären dazu, was das gerade für eine Tonart ist. Wenn man jetzt den A-Teil spielt, das erste ist H-Dur, G-Dur, S-Dur. G-Dur, G-Dur, S-Dur, H-Dur und so weiter. Und das Ganze in Tempo knapp 300, in diesem Tempo, genau. Das sind die halben, stimmt.
Genau, und das ist, du hast mir auch, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, über sowas zu improvisieren. Man kann natürlich einfach die Tonleiter wechseln in einer irren Geschwindigkeit oder man kann verschiedene Blues-Tonleitern anspielen. Es gibt aber auch abgespacete, ebenfalls symmetrische Skalen. Eine hast du mir angeboten. Ja, also die steckt auch in der Melodie drin. Deshalb, ich glaube, die Melodie ist auch nochmal eine ganz besondere Geschichte für sich. So. Aber es steckt da drin, der Anfang der Melodie ist ja... Und wenn ich das noch ergänze um den, dann habe ich diese Hexatonik, also eine symmetrische Skala, so wie die Halbton, Ganzton oder die Ganzton. Da stecken alle drei Dur. Ja. Akkorde und auch Moll-Akkorde drin. Wenn du es drauf anlegst, kannst du diese Skala spielen über das Stück. Genau, wenn man dann auf dem richtigen Ton zu stehen kommt, zur richtigen Zeit. Das ist immer das mit den symmetrischen Skalen. Die, man kann sie leicht verlieren. Okay, jetzt haben wir genug drüber geredet und wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben. Und jetzt werden wir dieses ikonografische Jazzwerk von John Coltrane aus dem Jahr 1959 miteinander spielen. Michael Außerbauer am Saxophon, Max Oswald am Piano und ich muss mir jetzt noch meinen Synthesizer herrichten. Viel Vergnügen! Okay.
Max Oswald am Piano. Und Michael Außerbauer am Saxophon. Raoul Walton am Bass und Tommy Eberhardt am Schlagzeug. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen runterkommen. Tu mal das Mikrofon hier aus dem Bild und möchte unseren nächsten Gast begrüßen. Eine wundervolle Sängerin, das ist die Alice Viola. Und sie wird jetzt mit dem Max am Klavier und den anderen Kollegen ein Stück von Miles Davis spielen, das heißt Four. There's no one before me, I must have two or three, I need four. First the man who's the type to light sleepers and pipe at their door. Then, if it's not possible, I'd like to come. Not very possible, but nose is mine. If you add to these few on the nose, how to woo dog that style, then this man of my world will be spangled and pro with this smile. And dog is incredible, I found it's true that my 41 boy is no. I need four. First the man who's the type to light sleepers and pipe at the door. Then, if it's impossible, I'd like the kind who's not very possible, but knows it's mine. If you had to dispute the one or two who talk that style, then this man of my world we'd be spangled and pearl with this smile. And thought is incredible, I found it's true
Alice Viola an den Vocals, Max Oswald am Klavier, Michael Außerbauer am Saxophon. So now I have to change language, because Alice is from Italy originally. Yes. And she told me that she can express herself a little bit better in English language than in German, although I have to say that you speak excellent and fluently German. Thank you. But now we switch language. Yes. So thank you so much. You're from Italy, and where are you from? I'm from Parma, a small city in the north. I grew up listening a lot of jazz, soul, fusion. So I was lucky because my parents, they were really passionate for this music. So they listened to jazz music? Yes, yes. Okay, that's all cool. The time. And you started singing and playing piano, or? Playing piano when I was 8, but then I decided to be a singer, actually. So I kept going with piano, but the love for singing when was... When did you start taking lessons or something like singing? That? Singing? Lesson. I started with 14, but professionally around 20. With 20. So when you left Parma or in Parma? No, I was starting already in Italy, yeah. In Reggio Emilia, and then I decided to move in Madrid, to Madrid, and then there I really started professionally in a music school. Okay. You do a lot. You sing jazz, you sing Latin music, yes. You sing pop music, funk and soul. That's right. And you're an artist. And you're a professional session singer also, and you give lessons. Exactly. So that's a lot. And you traveled a lot. So yes. you left Italy at quite young age, or? 23. So you went to Spain. Yes, to Madrid. Yes. Can you tell me why? Because in Italy I always felt a little bit incomplete. I always thought if I like jazz, soul, black music in general, I need to be there where the music is started, where it's born. And so I thought I cannot be authentic if I cannot taste and see and live 100% there, where the music born. And in Madrid, you probably made Latin music? Yes, of course. Yes, yes. There was a very huge Cuban and jazz circuit there. So I was so fascinated that I decided to move there for 3 years. And it was interesting for me to see how jazz it was combined with Latin music and Cuban music, Brazilian music, and then fusion also with flamenco, for example. So it kind of opened my mind a lot. Okay. Yeah. And then you went to the United States of America? Yes, to New York. To New York? Yes. And on your different stations, where you lived, you also studied a lot. Yes, and I tried to study master classes and stuff like that. Yes, let me That's pick right. out one thing because you did classes with Barry Harris in New York. That's right. He's a legend. He's a bebop player, piano player, and teacher, and his master classes are famous because he has a quite individual. Different things. And can you tell me something about that? What did you learn from Barry? A lot about harmony and rhythm and how to be so creative and freestyle in a way, you know, using jazz and sketch. And of course, I knew it before already from Italy and in Madrid, but it was completely different because people there was, first of all, so talented. So we were speaking about that with Raul. I mean, in New York, the artists are so many, but so talented, and everywhere you feel you have to, let's say, grow up and push and push and be better. And in Barry Harris' classes, where I learned most is that you just need to leave yourself, be creative and be natural, and of course studying a lot, but it's also coming
a lot from your heart and from your feelings. And so there was a lot of space to improvise. Mm-hmm. Yeah, that's what I remembered. So yeah. I saw a video from Barry Harris because I wanted to watch something before the interview, and he taught his class to improve their rhythm ability to clap the end, the one end to end. And he was, and after that he was telling about the, that was video was from 2013, and he told the people that we are living in the dark age of jazz. And when he was young, he was living in the golden age of jazz, and that was because when he wanted to see Duke Ellington or Count Basie or Charlie Parker, he went to the dance hall, and people danced to the music, and young people danced to the jazz music. And now it's getting better, I think, and we're back in direction of a more golden age of jazz. And also there are also in Munich, the Jazz Rauschbig Band, for example, they don't use any cliché. They are modern. Young people are coming to their concerts. And you also, in your you make your own records. So you're an artist. You produce. You, with the help of another producer, yes. Chris Stöger, yeah. And but you compose. Yes. You do. You write the lyrics. And this is also a melange between jazzy elements and also pop and dance elements. Yeah, it's also danceable. New soul. Yeah, yeah. That's so right. So you like that rhythmic. Absolutely. I like that. And it's also stuff. Come to me very natural because I think I'm now, the diversity is part of me now because my journeys abroad, because the different languages I learned, a different circuit I was working with. And so that's why my music is so full of diversity inside. So yeah, jazz but and, you and you fusion and soul. And but if you sing Italian or Spanish or English or Portuguese, you know what you're doing because you lived there. Yes, exactly. That's what I wanted, actually. Yeah, yeah. And your first album was mixed Italian, Spanish, and English. Yes. And the latest is your EP. Mm-hmm. It was released in 2021. Yes, in June. And five tracks. And what's the name again of the EP? Das Til Sun. Das Til Sun. Das Til Sun. Yes. And it's mostly in English. Mostly in English, but there is one song in Italian. Yes. Okay. And again, I don't have rules for that. It just comes out naturally in a language. And if I just feel that this language is giving me more rhythm or is more, I don't know, has a specific flow that the song needs, then this is that. Yeah, this is the language as I want. Okay, yeah. And our viewers can find you on Bandcamp and everywhere. Exactly. On Spotify, Vamatu, Amazon, iTunes, yes. And you're with a record label now? It's yes, Record Jet. Record Jet. From Berlin. Okay. From Berlin. Okay, super. Yes. And how's life in Munich? I love it. I love it. I'm really happy here. It was very difficult at the beginning, I have to be honest. But now I find myself with a kind of stability or I don't know, kind of quiet atmosphere that I never had before. Okay. As an artist, I always struggled a little bit now in New York. And you have a good band here? Yes, a exactly. Very good band. Exactly. And you also have one or two jazz bands? Yes, I'm with Christopher Liner Quintet. Then I have Som Dumas. This is a Brazilian quartet. And then I have my band, Alice Viola and the Shades. But you also do contemporary gigs with Soul Kitchen and Jazz Kitchen, yes, yes. So, with Hans-Heiner Bettinger? Yes, yeah. Sometimes he's there, yes. Okay. A good trombone player. Yeah. Yeah, so I'm glad that you're here. Me too, so thank you so much. We met for the first time. Yeah, and that's a pleasure.
It's a pleasure to have you here. And the next tune we're going to play is called Cherry Trees in Amsterdam. Yes, yes? That's right. And it's a song you've written? Yes, in 2020. 2020. During the first lockdown. I was remembering this special weekend I spent in Amsterdam. And 1 year after, we were completely in a different situation with Corona. And I remember that in Amsterdam, I was so free, you know, one of those moments where you feel peaceful and in harmony with the rest of the world. And in 2020, with the lockdown, we lost. Everyone lost this kind of feelings, no? That, and then I just wrote a song about it. And this is Cherry Trees in Amsterdam. Okay. So that's what we're going to hear now. Cherry Trees in Amsterdam, komponiert. Getextet von Alice Viola. Thank you so much. Ich brauche ein bisschen mehr. Sparkling light
Thank you. Alice Viola an den Vocals, Cherry Trees in Amsterdam. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob uns noch ein paar Leute zuschauen. Der Georg ist da. Hallo. Und die Radka, super. Schön. Schön, dass ihr da seid. Und ja, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Wir wollen im April dann die 9. Ausgabe senden und werden alsbald einen Termin suchen. Und zum Abschied spielen wir jetzt noch ein Stück, ein italienisches Stück von einem großen italienischen Künstler, Pino Daniele. Das war die Idee von der Alice und ich muss sagen, ich kenne den Pino Daniele natürlich schon seit meiner Jugend. Meine allererste Band, da war ich 16, haben wir in den Clubs hier gespielt. Wir hatten einen italienischen Gitarristen aus Neapel, Pasquale, und der hat damals schon immer Pino Daniele gehört und war sein großes Vorbild. Und ich wusste auch nicht, dass er 2015 gestorben ist. Ich habe das jetzt erst bei der Recherche und bei den Links gesehen, die du mir geschickt hast. Und ich finde es einfach schön, jetzt einen Titel von ihm zu spielen. Und der Titel heißt anders, als ich dachte, deswegen musste ich es mir nochmal aufschreiben. Stare bene a meta. Giusto. Richtig. Ich gebe dir noch den Grundton. Se tu fossi qui, adesso io saprei cosa fare. Se tu fossi qui, mi nasconderei davanti agli occhi tuoi. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare se tu fossi qui. A volte basta una parola per stare bene a metà.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Jazz is Success sagt Servus. Konstantin Spork am Mischpult. Regie und bewegte Kamera Iliana Kosmovici. Bildmischung und Assistenz Amy Späth. Schlagzeug Tommy Eberhardt. Bass Raul Wolten. Saxophon Michael Außerbauer. Da ist der Max Oswald am Piano. Nein, da ist der Max. Und mein Name ist Roald Raschner und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen und Servus. Ciao. Sind wir draußen?